Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir wollen ein Baumhaus bauen, in dem Baum da, in dem fetten Vieh. Und dazu bauen wir gerade mal einen Eingangsbereich hier so mitten rein. Sieht hier schon ziemlich vernünftig aus, wie so eine kleine Hobbithöhle soll das werden. Hat auch ein bisschen Stil, wie ich finde. Jetzt so mit den Grünen hier überall. So, und da haben wir hier schon mal angefangen, deswegen bleibt dran, wie es weitergeht. Ich würde als allererstes mal sagen, wir nehmen das hier mal raus. Weil wir hatten jetzt hier noch mal ein paar Meter tiefer gebuddelt. Aber es ist ja noch nicht alles. Wir müssen hier mehr bauen. Mehr in die Tiefe, mehr in die Länge und Breite. Obwohl, warte mal, wollen wir hier vielleicht mal ein anderes Produkt direkt als Boden nehmen? Die sind halt teuer, aber schick, ne? Oder. Na, hier so Kuchenkram brauchen wir nicht. Was von denen halt, ne? Den finde ich ja ganz vernünftig. Der ist ja auch nicht schlecht. Könnte man vielleicht dann später nehmen. Ich nehme, glaube ich, erstmal den oder den. Der ist ein, naja, dicken teurer, ist übertrieben. Ich würde doch ein bisschen holzig gerne drin bleiben. Ja, jetzt wird es wieder kompliziert. Ja, die haben wir ja auch noch. Die haben wir den schönen Boden. Der billigste, ne? Oh Gott, ja, haben wir in dieser Welt noch gar nicht gebaut. Aber ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich hätte das gern durchlaufend. Den will ich nicht. Der ist mir zu teuer. Der ist unpraktisch. Ja, habe keine andere Wahl, würde ich mal sagen. Oder halt in die Richtung dann. Ich glaube, das passt hier drin einfach nicht. Wohl. Besser als das Holz erstmal. Gehen wir dir mal ein Favorite-Sternchen. So. Ist okay. Hier noch ein paar Holztreppen. Ja, das geht klar. So. Passt sich ein bisschen besser den Boden an. Was wir jetzt gucken müssen, ist hier mit den Fenstern gleich. Wie wir das machen. Ich muss immer
ich bis hierher, so. Hier habe ich 1, 2. Hier müssen wir nämlich auch noch 1, 2 gehen. Da hatte ich nämlich einen zu wenig vorhin abgezogen. Und hier geht nämlich der Baum. So. Dann nehmen wir das normale Holz für die Seiten. Ja, damit wir halt die Decke machen können. Das ist halt das Problem. Ja. Was ich hier so ein bisschen sehe. Oh, praktisch. So. So, ein bisschen urig, gemütlich halt. Aber hier können wir ja eigentlich auch so raus. Zack. Sieht schon mal ganz nett aus. Na, fast richtig. dahin. So, klar, das hier muss ja noch weg. Hier kommt der Holzstamm hin. So, setzen wir hier mal noch eine Lampe hin. So. Und damit das mit den Fenstern hier halt klappt, ne? Da sehe ich nämlich schwarz. Um ehrlich zu sein. So. Wie kriegen wir jetzt hier ein schönes Sichtfenster hin? Weil wir gehen halt bis auf den Boden. Sieht aber halt hier kacke aus. Nimmt sich ja jetzt nicht viel, dann kann ich das nämlich wegreißen. Erstmal. Dann müssen wir hier noch einen nach vorne gehen. Ich mache das Fenster hier hin. So. Thank you.
Kriegen wir sowas Vernünftiges hin? Ich probiere es mal mit dem Gegen. Gar nicht so einfach, so eine Hobbithöhle. Up. Ja gut, an die Kante komme ich halt nicht vorbei, ne? Glaube ich. Ach so. Zeichen 3er, ist das überhaupt richtig von der Größenordnung her? Sieht gut aus. Das passt auch schon fast soweit. Nur noch nicht ganz. So. Boah, bin ich gut. Jetzt muss ich überlegen. Ach, verdammt. Also hier will ich jetzt den so haben. Muss ich den, dass er da anliegt. Ja, ich kann ihn nur so rum hinsetzen wahrscheinlich, ne? Oder die andere Kante jetzt. Blödsinn, ich brauche das hier eigentlich nur genau andersrum. Nein. Also. Ja, das ist jetzt. Ja, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Das wäre nur diese Option. Boah, ist das ein Gewirr. Die Kante will ich hier vorne haben. Man kann nicht so schwer sein. Der ist so. Bin ich denn bescheuert? Das
irgendwie was komplett falsch verstanden. Komm, da war's. So. Das sollte gehen. Dann machen wir das so. Das wir brauchen 4. So. Bisschen um die Ecke hier fertig zu machen. 15 Minuten jetzt an diesem Drecksfenster angehangen, ne? So. Aber immerhin habe ich jetzt hier die Fenster. Muss man ja auch erstmal machen. Das heißt, das hier kommt sowieso komplett weg. War das nicht angedacht. Ich überlege, ob ich hier nicht auch Baum hinsetze. Hier einen Startpunkt haben. 1, 2, 3, 4. Lass mich doch mal in Ruhe. Und hier kommt noch der letzte. Kleine Hobbit-Fenster. Aber wir wollen ja auch was sehen, ne? Das ist ja das Ding. So, dann können wir hier nämlich rausnehmen. Ah, du musst auch noch weg. Okay, jetzt einfach nur die Kanten kopieren. Das ist das Beste, was wir machen können. Dahin. Ja, wenn einen die Rotation kaputt macht. Muss man flexibel sein. Das war jetzt die Seite. Du bist falsch. So schnell kann es gehen. Zack. Zack. Okay. Würde ich einfach mal so aus Routine sagen, nehmen wir hier nochmal das weg.
hoch. Okay, jetzt haben wir hier aber zwei schöne Fenster, das passt soweit. Ja, wer weiß, ob hier von alleine was wächst, deswegen lieber so. Ein bisschen zuarbeiten. Jetzt sind es noch die Fenster. Und zwei hatte ich noch, ne? Ja, genau. Wunderschön. Zwei große Fenster. Hat aber lang genug gedauert. Da musste jetzt sein. So. Jetzt noch die Decke. Auf der Rückseite müssen wir das nicht machen, oder? Ne, der ist tief genug, hier braucht man nicht mehr ran. Mach mal hier nur die Front zu. Nehmen wir uns jetzt hier noch die Bäumchen. Gedicht. Zack. Noch ein paar reinjagen. So baut man eine Hobbitüle. So, wieder das normale Holz. Zu weit. Und hier ist etwas überlegt. Doch hochkant. Sollte gucken, was ich wegtue und was nicht. So. Sind hier die Ecken so? Wenn schon nicht mehr geht. Wenigstens das. Und ich denke mal, da kann keiner meckern hier. Oder? Na, du eigentlich nicht. So. Irgendwann haben wir's.
noch eine schöne Ecke reinzimmern. So. Ich überlege, das nehme ich noch mal raus. Das ist okay. Auf der anderen Seite sieht die Geschichte dann natürlich gleich wieder ein bisschen anders aus. Da muss es ja hoch in den Baum gehen. So, hier raus. Das kann weg, das kann weg. Das ist halt auch blöd. Sagen doch lieber so. So, passt schon besser. Da habe ich hier wenigstens die Treppe clean. Aber andersrum kann ich jetzt auch sagen, eher so. Und hier die Treppe hin. Die Hulstreppe. So. Hobbit-Höhle steht, lange Folge, oh, richtig lang, wie ich gerade sehe. Und dann machen wir hier einen kleinen Break. In der nächsten Folge geht es dann hier auch weiter. Danke fürs Zusehen und bis dahin.